Hey Freunde und willkommen zurück zu Splatoon Road to 2? Road to Splatoon 2, ganz genau, mit Justin mal wieder am Start. Yo, was geht? Wir haben uns gedacht, nachdem wir im letzten Part den Teamkampf so ein bisschen angeschnitten haben, wollen wir uns heute mal ganz easy gechillt in den normalen Standardkampf reinwagen. Diesmal auch mit der neuen Waffe, dem NZAP, und du hast welche gerade? Carbono, ich muss sagen, der spielt sich ja so viel besser. Ja, das ist halt vor allem recht flink unterwegs, das ist das Gute. Ja, deswegen, der fühlt sich schon direkt viel besser. Okay. Hier, da sind die Gegner. Schnappt's euch. So. Der ist weg. Perfekt. Wow. Wir spielen die X-Mal übrigens Standardkampf, nicht den normalen Kampf. Und ich muss sagen, ich möchte die Geschichte trotzdem erzählen. Ich bin angepisst auf Flo, denn er ist 9 fucking Stunden zu spät oder 8 fucking Stunden zu spät gekommen zum Aufnahmetermin. Ich war schon die ganze Zeit zu seinem eigenen Aufnahmetermin, nochmal so zur Info. Das muss man dazu sagen. Ja, müsst wissen, gestern Abend haben wir besprochen, yo Digga, wann wollen wir heute mal aufnehmen, die heutige Folge? Nachdem er gestern nicht aufnehmen konnte, weil er da auch schon zu spät kam. Ja. Dann haben wir ausgemacht, 11 Uhr hat Justin vorgeschlagen. Ich habe gesagt, nee, das ist ein bisschen zu spät, lass lieber 9 Uhr machen. Was ist 11 Uhr am Ende? Ist zu spät, halt doch die Fresse, Alter. Es tut mir so leid, Digga, es tut mir so leid. Ein Scheißreck tut's dir leid, Alter. Der Kill gerade eben tut mir auch leid, wirklich. Das war nicht mit Absicht. Oh, Mann. Ja, auf jeden Fall kommt er dann erst gegen 17 Uhr an. Anstatt 9 Uhr. Also, ich. Mathematiker würden jetzt sagen, dass das arg zu spät ist. Ich würde sagen. Ja, sorry. Mann, ich werde hier umzingelt von 3 Leuten. Wo ist mein verficktes Team denn? Es wurde ausgelöscht. Ich merke. Das ist halt das Problem beim Standardkampf. Man wird einfach irgendwie zusammengemixt. Ja, ekelhaft. Deswegen, selbst ich muss dich killen. Einfach weil du im Gegnerteam bist. Tut mir so leid, Bro. Naja. Ja, ist halt echt so, ne? Halt doch einfach da mal. Ihr müsst wissen, ich bin gerade richtig demotiviert, weil der Typ mich dezent abgefuckt hat. Andere Menschen fuckt mich ab. Und jetzt... Nicht ganz so cool. Aber hey Freunde, schreibt alle mal in die Kommentare, be happy Justin, oder sagt ihm irgendwas Aufheiterndes. Das braucht der Dude jetzt. Und geht auch rüber auf seinen Kanal, Link ist unten in der Beschreibung, lasst dem Abo da und auch motivierende Kommentare, das hat der Dude wirklich verdient so. Weil ich habe den heute echt ziemlich hart abgefuckt, das muss man einfach mal so lassen. Das muss ich einfach mal so sagen. 11 Sekunden, ich glaube, sieht gut für uns aus. Gut gelaunt? Gute Laune, Typ? Hä? Hey? Oh. Ich würde sagen, war ein schwieriges Match. 60 zu 19%. Yo. Wenn man jetzt noch beim Standardkampf die Möglichkeit hätte, wirklich auch in den Teams zu bleiben, wo man reingegangen ist, wenn man Freund nachgejoint ist, wäre natürlich umso besser. Ja. Unser Team hat ja echt rasiert. 7 zu 0, 6 zu 1. Puh. Naja, ich habe auch rasiert. Wenn ich der Beste aus dem Team. Na, wenn ich der Beste aus meinem Team bin. Das ist doch schon, da muss da irgend schon was, irgendwas muss doch falsch gelaufen sein. Ey, du sein. Bist nicht so schlecht, wie du meinst. Du brauchst halt bloß ein paar gute Teamkollegen, da läuft das schon. Egal, ich gebe dir jetzt, mit einem Post auf Twitter gebe ich dir alles zurück, was du mir gerade eben angetan hast. So, bitteschön, viel Spaß. Und, bist du jetzt motiviert? Ich bin mega motiviert. Ja, ich merk's. Ihr müsst wissen, gerade hat Justin was auf Twitter gepostet und es hat mich an irgendwas erinnert, was ich jetzt gerne verdrängt hätte. Seht ihr, das ist... So, jetzt bin ich wieder motiviert. Jetzt ist Stachel am Leiden, das ist nicht cool. Alter. Ey komm, das war mal voll der miese Move, Mann. Das war das letzte Match, hätte ich es nicht danach machen können. Ist so. Ja. So, jetzt bin ich wieder motiviert und Stachel ist unmotiviert. Ich glaube, damit können wir alle leben. Oh, scheiße. So. Ey, du bist ja sogar bei mir im Team drin. Siehst du, jetzt wird alles wieder gut. Okay, was sind die Gegner? Ja, für mich vielleicht, aber für dich nicht. Doch schon. Will ich jetzt die ganzen nächsten Wochen damit aufziehen, Penner. Das Ding ist halt,
Das kann man halt auch nicht so schnell wieder ausbessern. Das ist mies. Okay, warte. Oh. Bleib weg. Ah, jetzt ob der uns beide geholt hat. Perfekt, wir haben ihn. Oh, als ob der diesen fucking Streit von unserem Spawn macht. Da vorne ist er. Hey, können wir direkt schon am Spawn sterben, wenn wir von denen getroffen werden? Nee, nicht wenn ihr im Spawn drin steht, aber wenn ihr außerhalb der Schutzbarriere seid. Was ihr leider ziemlich leicht schon seid. Also die ist ziemlich klein. Ja, aber wenn ich am Spawn stehen bleib, dann bringt das nichts. Ja, außer du fährst ein bisschen was außen rum ein. Du hast ja auch schon so eine minimale Reichweite. Damn. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was macht ihr? Okay, wo sind die Gegner? Vorne ist einer. Warum? The fuck? Sind die direkt vor unserer Base oder was machen die gerade? Ja. Okay, warte, dann komme ich da auch mal hin. Weil ich bin die ganze Zeit bei der gegnerischen Base gewesen und hab da zurückgedrängt. Wenn die bei uns sind, ja dann easy. Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Das Problem ist, meine Spezialwaffe deckt halt auch nur die Gegner auf. Das heißt, wir wissen zwar, wo die sind, aber wenn wir sie nicht killen können, ist auch nicht so gut. Okay, komm. Bike erledigt. Zurückschlagen. Komm. Easy. Ah, oh, fuck it. Der wartet direkt da vorne auf uns. Nein, ich wurde tatsächlich einmal noch mitgenommen. Wie mies ist das denn? Und das in den letzten 10 Sekunden, wenn die jetzt noch umdrehen. Nein! Einfärben. Na. So. Sollte eigentlich gewonnen sein. Nicht mehr wegen der letzten Bombe, die hast du auch geregelt. Nein. Doch. Sollte gewonnen sein. Sollte gewonnen sein. Ah, ich hab's dir gesagt, wegen der letzten Bombe. Ja, warum farbt ihr denn auch so wenig ein? Ich wurde am Ende leider mitgenommen, sonst hätte ich die wieder zurückgedrängt. Dann hätten wir locker gewonnen. Am Ende waren wir in Führung. 5-1 wäre eine flawless Victory geworden. Oh, richtig mies. Na, Freunde. Ich kann euch sagen, heute war die Stimmung ein bisschen mieser. Am nächsten Mal wird sie wieder viel heiterer. Schaltet unbedingt wieder ein und fette Sorry an Justin nochmal. Hashtag fette Sorry in die Kommentare unten bitte.